Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und mein Thema heute Relaxer versus Liegen. Was ist das richtige Relaxing-Möbel für Sie? Nun, es gibt in beiden Welten tolle Sachen, das auf jeden Fall. Aber es gibt ein paar Kriterien, wo die Liege einen Vorteil hat und ein paar Kriterien, wo der Relaxer einen Vorteil hat. Und das will ich mit Ihnen gemeinsam jetzt herausarbeiten. Ich habe hier zwei Relaxer von der Firma Himola, einem Marktführer, und zwei Liegen von der Firma Willi Schillig, auch ein Marktführer im Bereich Liegen. Es gibt Relaxer, die sind manuell. Das erste Thema von mir ist Bequemlichkeit. Einfache Funktion hier, bequem ist er. Fußauflage passt. Ich gehe mal so auf die Seite, dass Sie das sehen. Also Bequemlichkeit ist hier hoch. Armauflage ist noch toll. Was macht die Liege? Hier habe ich eine softe Liege, die Chill. Wow, die ist natürlich noch länger. Hier habe ich zum Beispiel mit den Füßen eine Auflage, dafür keine Armauflage. Okay, aber es ist soft, es ist auch sehr bequem. Die Liege, wow, hier ist anders bequem. Hier habe ich mehr die S-Form, die Beine liegen hoch. Das ist natürlich, und ich schaukle leicht. Eine andere Art von Bequemlichkeit. Und dieser Relax-Sessel hier, der hat Herz-Waage-Position. Der hat eine Fernbedienung mit insgesamt 8-9 Tasten. Hier können Sie alles individuell einstellen. Diese Herz-Waage-Position zeige ich Ihnen gleich. Ich drehe mal ein bisschen, dass Sie das sehen. Oh, auch nicht schlecht. Das ist jetzt das Normale. Und jetzt kippt der Sessel nach hinten. Den Rücken mache ich nur noch zurück. Auch eine tolle Bequemlichkeit. Also in Sachen Bequemlichkeit kann ich Ihnen keinen Sieger nennen. Relaxsessel sind auf ihre Art sehr bequem, je nach Ausstattung. Und die Liege an sich, die von Schillig auf jeden Fall, sind auch top bequem. Hier gebe ich ein Unentschieden. Ja? Das zweite Kriterium für mich ist das Thema Platzbedarf. Und hier gibt es natürlich eindeutig einen Sieger. Das ist der Relaxsessel. Der braucht von der Tiefe her ungefähr einen Meter. Die Verstellung geht dann in den Gang oder in den Flur herein. Die Liege braucht ungefähr 1,70, 1,80, also wesentlich mehr Platz. Wenn Platz ein Thema ist, tendieren Sie eher zum Relaxsessel. Wenn Sie eher was Optisches wollen, Optik, macht die Liege natürlich mehr her, wie das Thema Relaxsessel. Der Relaxsessel an sich bietet optisch nicht so viel, obwohl er auch viel schöner geworden ist wie früher und graziler wirkt, aber es ist halt ein Sessel. Die Liege ist ein Schauobjekt. Das ist der Unterschied. Deshalb ist in dieser Sache vielleicht die Liege vorne, Optik. Bedienbarkeit, okay, hier habe ich eine einfache Funktion des Relax-Sessels, auch einfach zu bedienen. Die komplexeren Sachen mit Herzwaage und so erfordern dann natürlich schon viele Tasten und sind etwas komplexer. Die Liegen sind zumeist nur mechanisch verstellbar und damit einfacher. Wenn Sie es also einfach mögen, tendiere ich eher zum Thema Liege, weil einfach zack, zack und verstellt. Wenn Sie es genau und hochwertig und speziell mögen, dann der elektrisch verstellbare Relax-Sessel. Qualität gibt es bei beiden sehr gute und weniger gute. Hier achten Sie bitte auf die Marke. Fazit. Wenn Sie wenig Platz haben und es sehr individuell in der Einstellung mögen, tendiere ich für Sie zum Relaxer. Wenn Sie was optisch Wertvolles mögen, einfache Verstellung und etwas mehr Platz haben, dann ist die Liege für Sie das Richtige. Advertising, beides finden Sie immer in großer Auswahl bei profischnapp.de. Profischnapp.de ist Ihr Online-Outlet für Markensofas, für Relaxsessel und für Liegen. Profischnapp.de, schauen Sie mal rein in unseren Online-Shop. Und es freut mich, wenn Sie uns mal besuchen. Wenn die ganze Katastrophe vorbei ist, kommen Sie nach Empfingen und ich zeige Ihnen unseren Bestand. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und tschüss.